Thomas, eine Woche Trainingslager hier in Südtirol ist durch. Wie fällt bei dir das Fazit aus? Ja, eigentlich ziemlich ähnlich, wie es letztes Jahr in Jerez im Winter ausfiel. Die Trainingseinheiten waren gut, die Jungs haben super mitgezogen. Es war intensive Zeit, auch unter guten Bedingungen hier. Leider waren die Testspiele nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Wir haben im ersten Testspiel zwei Drittel gut gespielt, ein Drittel nicht so gut. Und gestern eine Halbzeit oder 60 Minuten ordentlich und dann nicht so gut. Aber wir wissen alle, was dann danach passiert ist, nach dem Wintertrainingslager. Und dementsprechend überwiegt das Positive. Man merkt jetzt auch, jeder ist müde, freut sich jetzt auf ein paar freie Tage. Und jetzt kommt die heiße Phase. Jetzt geht es darum, spritzig zu werden und ja, bereit zu sein, wenn es losgeht. Wir waren jetzt das dritte Mal hier. Für dich war es das erste Mal mit dem VfL. Wie hast du Geist und Umgebung kennengelernt? Also was ich fantastisch fand, die Herzlichkeit, wie wir hier empfangen worden sind. Also von allen Menschen, man hat das Gefühl gehabt, die freuen sich riesig, dass wir hier sind. Das war klasse. Du hast gerade schon kurz angedeutet, es geht ja jetzt heute nach Hause, dann ist ein bisschen frei. Wie sehen denn die finalen Vorbereitungswochen aus bis zum Pflichtspielstart? Ja, wir machen jetzt gerade noch eine Einheit und wie man sieht, der ein oder andere muss auch noch richtig ranklotzen. Heute Morgen, dann sind wir zwei Tage Erholung angesagt. Das ist auch wichtig, die richtige Mischung zu haben. Wie gesagt, die intensive Phase ist jetzt vorbei. Dann geht es in der nächsten Woche, Mittwoch starten wir mit einer Doppeleinheit, dann zwei Einheiten Vorbereitung aufs letzte Testspiel. Da ist das klare Ziel, dass wir Frische reinkriegen, dass dann auch jeder über 90 Minuten gehen kann. Ja, und dann ist die Vorbereitung vorbei. Dann bereiten wir uns auf Bielefeld vor, dann sind wir im normalen Rhythmus. Und dann geht es Gott sei Dank los. Und jetzt, wenn man am Wochenende die Zweitligaspiele gesehen hat und der Ball rollt wieder so richtig, wenn es um Punkte geht, dann freuen wir uns alle drauf, wenn dann Bundesliga losgeht und zuerst mal DFB-Pokal.